Nächste Rednerin ist Stefanie Cox von der Liste Pilz. Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren vor den Bildschirmen. Ich erinnere mich noch ganz genau an eine Facebook-Diskussion und einen Thread, wo es um mich ging, wo jemand sagte, wenn ich wirklich gut wäre, dann wäre ich schon längst nach Deutschland, USA oder China ausgewandert. Viele Forscherinnen geht es genauso. Ich musste nämlich schmunzeln, als das auch passierte, weil ich war tatsächlich gerade am Sprung nach Berlin, aber habe mich dagegen entschieden, weil ich hier in diesem Haus mit anpacken möchte. Aber was mich noch viel mehr zum Nachdenken gebracht hat, ist, warum gibt es diesen Glaubenssatz? Warum müssen talentierte Forscherinnen ins Ausland abwandern, um Erfolg zu haben? Ich glaube, die Antwort auf die Frage wird klar, wenn wir uns anschauen, welche Rolle Österreich spielt, wenn es um die großen Innovationen und Trends geht, die die Welt verändern. Die auch in der Regel auf den Universitäten geboren werden, wie Artificial Intelligence, Autonomous Vehicles, 4D-Printing und noch viele mehr. Die Antwort auf die Frage nach Österreichs Rolle ist einfach, aber traurig. Wir spielen keine große Rolle. Welche Anreize soll man die klügsten Köpfe haben, hier zu bleiben oder zu uns zu kommen? Das beste Beispiel dafür ist Josef Penninger, ein weltweit führender Forscher im Bereich Biomedizin, den wir vor kurzem an Kanada verloren haben. Herr Penninger mag ein außergewöhnliches Beispiel sein, Fakt ist aber, er ist nicht der Einzige. Braindrain, also das Abwandern von Wissen und Talent, gehört zu Österreich wie der grantige Kellner oder die Kellnerin ins Wiener Kaffeehaus. Umgekehrt schaffen wir es nicht, genügend ausländische Spitzenforscherinnen nach Österreich zu holen, um diesen Braindrain auszugleichen. Aber woran liegt es? Österreich bietet Spitzenforscherinnen nicht das richtige Umfeld, in dem es etwas weitergeht. Die Bedingungen für Spitzenforscherinnen und Forscher hierzulande sind einfach nicht attraktiv genug, noch nicht attraktiv genug. Und der Grund dafür ist chronische Unterfinanzierung und Überregulierung. Ich würde mir wünschen, dass wir dort anpacken, das fehlt mir noch ein wenig. Wir brauchen eine Erhöhung der Hochschulquote von aktuell 1,5 auf 2% des BIP. Errichtung von Exzellenzinitiativen. In Deutschland ist da schon viel weiter als wir, da können wir uns einiges abschauen. Weiters müssen Anreize geschaffen werden, die Talente nach Österreich zu holen. Natürlich auch hier zu behalten, aber auch nach Österreich zu holen. Und die Förderung von weiblichen Studierenden in Studienrichtungen ist nur ein Beispiel, das jetzt schon angepackt werden muss und nicht erst in den nächsten Jahrzehnten. All das sind Aufgaben der Politik, meine Damen und Herren. Aufgaben der Politik. Das heißt, wir müssen uns hier damit auseinandersetzen. Dass es möglich ist, zeigt ein Beispiel aus jüngster Vergangenheit. Josef Penninger hat mit seinem Institut für Molekularpathologie, genauso wie Thomas Henzinger, mit dem Institute of Science and Technology Austria gezeigt, dass wir großartige Forscherinnen von den Elite-Unis wie MIT, Stanford und ETH Zürich zu uns bekommen können. Wir wissen auch, dass wir in den Bereichen Informatik, Biowissenschaften, Quantenphysik und Mathematik gut unterwegs sind. Das heißt, es gibt also Chancen. Allerdings braucht es noch mehr Taten als Worte, mehr Entschlossenheit und weniger Selbstbeweihräucherung. Egal, wie man es dreht und wendet. Wenn diese Regierung ihren selbst gesteckten Zielen ernst nimmt, wird sie mehr in Forschung investieren müssen und ein besseres, auch politisches Umfeld für Forscherinnen und Forscherinnen schaffen müssen. Passiert das nicht, ist das Thema der Innovationsführerschaft leider noch in weiter Ferne.